Alles willkommen zur 12. Vorlesung Gaben und Logik. Was wollen wir heute machen? Ganz kleines bisschen nochmal zu Turingmaschinen, dann eventuell Sorge nehmen, die manche von euch haben, und dann vier Metatheoreme beweisen über intuitionistische Logik und dabei ein Alternativuniversum kennenlernen, nämlich das Realisierbarkeitsuniversum. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Zunächst hier nochmal besondere Turingmaschinen. Die hatte ich letztes Mal ganz, ganz kurz in Hektik angeschrieben, aber dann überhaupt nicht kommentiert. Und übrigens eine Bemerkung, wo ich Tolga dankbar bin, dass er es nachher gesagt hatte, bei der Definition von Turingmaschinen, die ich an die Tafel geschrieben hatte beim letzten Mal, da hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, dass eine Turingmaschine auch immer was Neues aufs Band schreiben kann. Ja, also schaut euch nochmal die offizielle Definition auf Wikipedia an, sofern ihr unsicher seid mit Turingmaschinen. Eine Turingmaschine kann in jedem Moment, kann sie was lesen vom Band und je nachdem, was ihr Zustand ist, kann sie entscheiden, was der neue Zustand ist. Sie kann den Bandinhalt an der Stelle überschreiben und sie kann nach links oder nach rechts bewegen. Okay, jedenfalls U. Das ist eine Turingmaschine, die Tim und ich unterschiedlich bedeutsam finden. U ist die sogenannte universelle Turingmaschine. Die heißt so aus folgendem Grund. Wenn man die Turingmaschine U aufruft mit einem Paar, erinnert euch, J war diese Paarungsfunktion, die aus zwei natürlichen Zahlen eine macht, so dass man die Komponenten wieder raus extrahieren kann. Wenn man das U aufruft mit einem Paar bestehend aus einer Zahl n und einer Zahl x, dann ist das Ergebnis von dieser Turingmaschine bei dieser Eingabe genau dasselbe, wie wenn man die n-te Turingmaschine in einer Liste von allen Turingmaschinen gefragt hätte, was denn ihr Ergebnis ist, wenn man sie mit x aufruft. In diesem Sinne ist es die universelle Turingmaschine. Sie ist nämlich in der Lage, jede andere Turingmaschine zu simulieren. Sie liest so ein Paar ein und simuliert dann irgendwie das Verhalten von n, der n-ten Turingmaschine auf der Eingabe x. Wenn man Turingmaschinen das erste Mal kennenlernt, dann ist das nicht so leicht zu glauben, dass es so eine Turingmaschine U geben kann, weil man denkt, Turingmaschinen sind sehr beschränkt in dem, was sie machen können. Sie haben nur so ein Band. Aber das Band ist halt unendlich lang und damit geht es halt irgendwie schon. Also man muss sich da aber, also das ist dann ein Höhepunkt von einer Vorlesung über theoretische Informatik, dass man irgendwann mal beweist, es gibt so ein U. Eine ganz billige Möglichkeit schon mal, wie man sich zumindest klar machen kann, wo denn die Maschine U das Band speichert, was das simulierte Band von der n-ten Turingmaschine, da wäre eine ganz billige Möglichkeit wäre, dass sie jede zweite Stelle von ihrem Band verwendet zur Simulation von der n-ten Turingmaschine und jede andere zweite Stelle für ihre internen Verwaltungsdaten. Gut, also das ist die Maschine U. Turingmaschinen sind also in der Lage, andere Turingmaschinen zu simulieren. Dann gibt es die Turingmaschine S. Die Turingmaschine S macht Folgendes. Wenn man sie aufruft auf irgendein Paar, gibt sie eine neue Turingmaschine zurück. Also was heißt, die gibt eine Turingmaschine zurück? Das heißt, die gibt eine Zahl zurück. Und wir interpretieren diese Zahl als den Index einer gewissen Turingmaschine, als die so und so viele Turingmaschinen in der Liste aller Turingmaschinen. Okay, und der Index von welcher Turingmaschine ist das? Wird hier erklärt. Wenn man in die entstehende Turingmaschine Y einsetzt, ist es dasselbe, wie wenn man in die n-te Turingmaschine, n war hier übergeben, das Paar bestehend aus x und y einsetzt. Was also die Turingmaschine S macht, ist, sie produziert eine neue Turingmaschine, die sozusagen schon ein bisschen vorkompiliert ist. Da ist x nicht mehr irgendwie eine Eingabe, die dazukommen muss, sondern x ist dann irgendwie schon eingebaut in den Quellcode von der entstehenden Turingmaschine. Und diese entstehende Turingmaschine muss dann nur noch ein Y nehmen und verhält sich dann ganz genauso, wie wenn man das Paar bestehend aus X und Y an die n-te Turingmaschine übergeben hätte. Gut, und dann gibt es noch diese Turingmaschine E, die ist nützlich, um selbstreferenzielle Programme zu erstellen. Weil sich die E von p-te Turingmaschine bei Eingabe von X ganz genauso verhält, wie die p-te Turingmaschine bei Eingabe von dem Paar bestehend aus E von p und X. Und E von p ist eben der Quellcode oder genauer der Index der Turingmaschine, die hier gerade an der linken Tafel links vom Gleichheitszeichen ausgeführt wird. Also das sind nützliche Turingmaschinen. Wir werden im Folgenden nicht ganz detailliert die immer erwähnen. Wir werden nicht immer sagen, okay, jetzt wende ich U oder S oder E oder sowas an. E brauchen wir sowieso recht selten. Aber wenn wir alles formal machen wollten, was jetzt gleich kommt, dann brauchen wir mehrere Male U und S die ganze Zeit. Aber man kommt sehr, sehr gut durch, wenn man einfach circa ein Gefühl dafür hat, was denn ein idealisierter Computer kann.
Und ihr werdet dann gleich sehen, wie das abläuft. Dann noch eine Bemerkung hier zu partiellen Abbildungen. Partielle Abbildungen kommen ja sonst so im Mathestudium nicht so häufig vor. Deswegen dachte ich, dass es nicht schadet, 5 Sekunden zu erklären, wie man partielle Abbildung verstehen kann im Kontext von einer Standard-Mathe-Vorlesung, im Kontext von irgendwie konstruktiver Mengenlehre. Oder klassischer, ist mir egal, aber es ist gleich schwer. Nur damit ihr ein bisschen sicherer im Umgang seid mit partiellen Abbildungen, weil die halt jetzt ein paar Mal vorkommen werden. Also wenn wir so eine partielle Abbildung haben, dann schreiben wir das ja mit so einem Pfeil hier, dem hier das untere Teil fehlt, / right harpoon arrow. Und wie kann ich das in Mengenlehre umsetzen? Na gut, ich kann sagen, so eine partielle Abbildung ist eine Abbildung, die jedem Element aus Groß X eine ganze Menge an Ys zuordnet, eventuell halt die leere Menge zuordnet. Das wäre dann die Situation, dass die Abbildung dort nicht definiert ist. Wir wollen aber nicht irgendwie mehrwertige Abbildungen, deswegen ist hier noch eine Bedingung dabei, nämlich dass, egal welches klein x man einsetzt, dass die Menge f von x, die rauskommt, ein sogenanntes Subsingleton ist. Das heißt also, dass je 2 Elemente von der Menge f von x gleich sind. Oder ein bisschen anschaulich gesprochen, dass f von x aus höchstens einem Element besteht. Und wenn halt so ein f von x 0 dann doch mal wirklich ein Element hat, dann besteht es eben aus genau einem Element und von diesem Element sagen wir, dass es der Funktionswert von f an der Stelle x 0 ist. So kann man das machen. Wenn man möchte, kann man diese Bedingung, dass da Subsingles rauskommen, gleich kombinieren. Man kann auch gleich sagen, f soll eine Abbildung sein von x nach dem da. Das ist eben nicht die volle Potenzmenge, sondern nur die Menge derjenigen Teilmengen von y, welche Subsingles sind. Dann habe ich das aufgenommen. Und dann habe ich, also warum habe ich das gemacht? Das habe ich deswegen gemacht, weil ich jetzt das M-Wort ins Spiel bringen kann. Das, was hier steht, das ist eine Monade auf der Kategorie der Mengen. Und darüber kann ich mich natürlich freuen. Okay, gibt es irgendwelche Fragen zu dieser Wiederholung? Sonst sage ich euch jetzt, was wir heute beweisen wollen. Okay. Wir wollen 4 Metatheorien beweisen über intuitionistische Logik. Theorem 1 soll sein, wenn Hating-Arithmetik eine Disjunktion beweist, dann beweist Hating-Arithmetik schon eine der beiden Teilformeln. Das ist ein Resultat, was völlig falsch ist für Peano-Arithmetik. Peano-Arithmetik beweist für jede Formel Phi, dass Phi oder nicht Phi gilt. Aber wir haben gesehen, es gibt viele Situationen, wo PA weder Phi noch nicht Phi nachweist. Ja? Also das ist was Besonderes von Hating-Arithmetik. Und es ist etwas, was Hating-Arithmetik gemeinsam hat mit allen, mit sehr, sehr vielen intuitionistischen Systemen. Theorem 2. Wenn Hating-Arithmetik beweist, dass irgendeine Zahl x existiert, sodass Phi gilt, dann existiert auch wirklich eine natürliche Zahl x0, sodass Hating-Arithmetik von dieser Zahl beweist, dass die Eigenschaft erfüllt ist. Auch wieder völlig falsch für Peano-Arithmetik. Ihr hattet sowas wie ein Beispiel in der allerersten Vorlesung gesehen. Da hatten wir gezeigt, dass es irrationale Zahlen gibt, x und y, die potenziert was Rationales ergeben. Das haben wir jetzt nicht wirklich in Peano-Arithmetik gemacht, aber stellt euch vor, wir hätten es. Ja? Stellt euch vor, das wäre irgendwie gegangen. Dann seht ihr, das, was das Theorem hier behauptet, kann für PA nicht stimmen, weil man konnte aus dem Beweis eben nicht irgendwie ein Pärchen x und y ablesen, was dann die Eigenschaft hatte, dass x und y was Rationales ergab. Man konnte 2 Kandidaten für Pärchen ablesen, aber man konnte nicht ein Pärchen ablesen, von dem man sicher wusste, dass es das Richtige ist. Okay, und Theorem 3, das ist die historische Motivation für das, was wir dann heute machen. Und das werden wir noch stark, stark ausbauen in den kommenden Vorlesungen hin zu der gesamten Industrie des Proof Minings. Wenn HA beweist, dass für jede natürliche Zahl x eine natürliche Zahl y existiert, sodass Phi gilt, dann existiert eine berechenbare Funktion
f von n nach n. Und mehr noch, die ist nicht nur berechenbar, sondern auch beweisbar total für HA. Mit folgender Eigenschaft. Es existiert so eine Funktion, sodass das da hier gilt für alle natürlichen Zahlen. Das war die Motivation, die wir auch das letzte Mal angesprochen hatten. Wir hatten damals gesagt, wenn wir diese Aussage wissen, dass sie stimmt, dann wissen wir, dass es eine Funktion f gibt, sodass phi von n, f von n wirklich der Fall ist. Und dann hatten wir die Hoffnung ausgedrückt, dass wenn wir nicht nur wissen, dass das hier stimmt, sondern wenn wir sogar haben, dass das beweisbar ist, dass dann auch eine berechenbare Funktion existiert, welche phi bezeugt, welche phi für jedes n bezeugt. Und diese Hoffnung stellt sich halt tatsächlich als wahr heraus, solange man hier nicht Peano-Arithmetik hinschreibt, sondern Hating-Arithmetik. Hier gilt sogar auch noch wieder ein kleines bisschen mehr. Das sind unendlich viele Aussagen, je eine Aussage für jede echte natürliche Zahl. Aber es gilt sogar noch ein bisschen mehr, nämlich sogar in Hating-Arithmetik können wir wiederum nachweisen, dass für alle für alle internen x, was eventuell viel mehr sind, ne? Ihr habt jetzt ein paar Nicht-Standardmodelle kennengelernt, sodass das da sogar das da stimmt. Ja. Kann gut sein, ja. Das der, danke. Alles klar. Okay, also das ist eine besondere Eigenschaft von HA, die sich sofort überträgt zu einer besonderen Eigenschaft von PA, wenn ihr euch an das erste Kapitel aus der Vorlesung erinnert. Theorem 3 Schlange. Wenn PA das nachweist, wobei phi eine geometrische Formel ist, zur Erinnerung, das hat bedeutet, dass in phi selbst keine Implikationsteilchen und kein Universalquantum vorkommen. Wenn PA das nachweist, dann gilt genau dieselbe Behauptung. Theorem 3 Schlange folgt sofort aus Theorem 3 und dem ersten Kapitel aus der Vorlesung. Da hatten wir nämlich gesehen, dass wenn PA eine Formel dieser Art beweist, dass dann HA es auch tut. Das ging mit Friedmanns Trick. Ja? Also dieser Pfeil hier faktorisiert einfach über diesen Pfeil hier. Und das war aus dem ersten Kapitel der Vorlesung. Und jetzt haben wir hier ein schönes kommutatives Diagramm. Und Theorem 4 noch. Wir haben oft gesagt, immer wieder in den Vorlesungen, Übungen, dass Hating-Arithmetik irgendwas Bestimmtes nicht beweist und Peano-Arithmetik aber doch. Und wir haben aber bisher noch kein einziges konkretes Beispiel davon mal nachrechnen können, dass dem wirklich so ist, dass Hating-Arithmetik wirklich, wirklich weniger beweist als PA. Das können wir jetzt machen. Also es existiert eine Formel phi, sodass PA phi nachweist und HA diese Formel nicht nachweist. Theorem 4 ist nichts Überraschendes, das ist nichts Krasses, ja, das ist zu erwarten, weil Hating-Arithmetik fehlt halt eine wichtige Schlussregel, die PA hat. Aber jetzt können wir das explizit auch wirklich einsehen. Früher mussten wir uns damit begnügen, Brouwersche Gegenbeispiele anzubringen. Zu sagen, dass wenn HA das beweisen könnte, dass HA dann auch Lem beweisen könnte und wir glauben, dass HA nicht Lem beweist. Jetzt können wir das explizit wirklich sehen. Gut. Wie beweisen wir all diese Theoreme?
Das machen wir auf eine Art und Weise, die auch noch andere Vorteile bieten wird, die noch einen anderen Nutzen haben wird. Nämlich wir werden ein alternatives mathematisches Universum erkunden, nämlich die interne Welt des ursprünglichen, mittlerweile gibt es viele Varianten, effektiven Topos. Momentan kommen wir aber noch darum, noch umhin, das formal zu definieren, was ein Topos ist. Ja? Die interne Welt. Oder intuitionistisch, geht beides. Ich sage euch kurz, was mein persönliches Kriterium dafür ist, dass ich etwas als mathematisches Universum bezeichne. Mein persönliches Kriterium dafür ist, dass ich in der Lage bin, in diesem Universum Mathematik zu betreiben. Und damit meine ich, dass ich Schlussfolgerungen anstellen kann. Ja? Also der Name erscheint mir persönlich als berechtigt. Da man im effektiven Topos und auch in jedem anderen Topos, und wir werden noch viele kennenlernen, da man im effektiven Topos schlussfolgern kann. Und da habe ich noch Platz gelassen. Da kommt noch ein Wort dazu, was ich vermutlich nicht so richtig dazu sagen muss, aber intuitionistisch schlussfolgern kann. Ja? Die wenigsten Alternativuniversen haben die Eigenschaft, dass man sogar klassisch in ihnen argumentieren kann. Aber intuitionistisch eben schon. Gut. Und dann machen wir jetzt noch ein anderes Diagramm, was die Beziehungen aufzeigen wird zwischen verschiedenen Welten, die wir teilweise schon kennen und teilweise jetzt gleich kennenlernen werden. Hier oben steht die Aussage, dass Hating-Arithmetik stark genug ist, um Phi zu beweisen. Hier steht die Aussage, dass Peano-Arithmetik stark genug ist, um Phi zu beweisen. Und es ist klar, dass wir so eine Implikation haben. Wenn Hating-Arithmetik Phi nachweist, dann PA erst recht. Jetzt können wir hier unten auch hinschreiben, dass Phi stimmt für die natürlichen Zahlen. Und dann haben wir diese Beziehung. Wenn Hating-Arithmetik etwas beweist, dann stimmt es auch. Sofern ihr klassisch drauf seid, gibt es noch einen weiteren Pfeil hier, nämlich den hier. Wenn eure Metatheorie klassisch ist, dann könnt ihr auch den Beweisen von PA vertrauen, statt nur den Beweisen von HA. Ja. Übrigens, das gesamte Kapitel wird momentan stattfinden in einer konstruktiven Mengenlehre als Metatheorie. Insbesondere also gibt es wirklich ein N und die Bedeutung von diesem Symbol ist geklärt. Ja. Gut, und jetzt lernen wir eben noch was Neues kennen. Und das schreibt sich so. Und das wird auch von der Beweisbarkeit in H impliziert. Das da unten spricht sich wie folgt aus. Phi wird realisiert. Und in Latisch ist das ein Backslash großes V dash. Also Phi wird realisiert. Immer wenn ich sage, ich begebe mich in die interne Welt vom effektiven Topos oder sowas, dann meine ich, ich frage mich, ob Phi realisiert wird, ob eine Aussage, die ich im Kopf habe, ob die realisiert wird. Und dann werden wir noch zwei Hilfskonstrukte brauchen, die sich dann aber nachträglich herausstellen als genau dasselbe wie Beweisbarkeit in HA, nämlich dieses hier, das oben steht für Proof, und dieses da. Das ist einfach ein Strich. Gut, die Bedeutung von denen also wird gleich klar werden. Okay, und was schön an diesem Thema ist, wenn man es gerade lernt, ist Folgendes. Es kommt jetzt gleich einfach auf der nächsten Tafel eine Definition von diesem Ausdruck hier. Von dem Ausdruck Phi wird realisiert. Dieser Ausdruck, diese Tafel, die dann gleich kommt, wird, die kann man auch einfach als Übersetzungstabelle ansehen.
mit der jeder von euch in der Lage ist, rauszufinden, was in diesem alternativen Universum stimmt und was nicht stimmt. Und das finde ich irgendwie ganz beeindruckend, dass wir, also obwohl wir in unserem Meta-Universum vielleicht quasi feststecken, dass wir eben trotzdem andere Universen erkunden können, und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. Wir müssen nur die Übersetzungsregeln, die dann gleich kommen werden, verinnerlichen. Ich stelle mir die Situation insgesamt so vor, wir haben irgendwie klassische Mathematik. Das ist ein Universum, in dem man arbeiten kann. Das ist das Universum, in dem die meisten Mathematikerinnen arbeiten. Dann haben wir reine intuitionistische Mathematik. Da lässt man Lem weg, aber führt keinerlei Traumaxiome ein. Traumaxiome, die klassisch falsch wären. Man behauptet auch nicht, dass es eine Formel Phi gibt, sodass weder Phi noch nicht Phi gilt oder sowas. Man lässt einfach Lem weg. Und dann gibt es halt noch viele weitere alternative Universen, die man arbeiten kann. Zum Beispiel gibt es eben den effektiven Topos. In dem kann man arbeiten. Oder man kann im Topos der Gaben auf einem topologischen Raum oder auf einem Situs oder auf einem Topos arbeiten. Und dann gibt es hier noch 1000 weitere Alternativuniversen, in denen man sich immer aussuchen kann zu arbeiten. Freunde von Inception werden mögen, dass sich auch da das natürlich innerhalb irgendeines Universums abspielt. Ja? Also ich kann zum Beispiel klassische Mathematik verwenden, um hierüber argumentieren. Oder wir können es machen wie in dieser Vorlesung, wir können intuitionistische Mathematik verwenden, um über all das zu argumentieren. Oder man könnte sich in die man könnte den effektiven Topos als seine Metatheorie auserkoren und dann darüber und dann aus dessen Sicht über diese Sachen reden. Und da gibt es dann eventuell nochmal subtile Unterschiede. Werden wir auch kennenlernen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr immer so weitermachen. Ne? Ihr könnt sagen, darüber tue ich aber in klassische Mathematik reden oder so. Also wenn das Bild einigermaßen vollständig sein soll, dann müsst ihr auf jeden Fall nochmal hier diese vier Inseln einmalen, aber hierüber intuitionistisch schreiben. Ja? Und dann drunter nochmal das große Ding malen und wieder die vier Inseln mit der Beschriftung effektiver Topos und dann hier nochmal. Ja? Mit der Beschriftung Schiefs von X. So. Bevor wir zur Definition kommen von diesem Zeichen und auch von dem Zeichen da oben, das machen wir in einem Schlag, möchte ich euch noch das Theorem anschreiben, was wir später dann beweisen müssen, was diese Realisierbarkeitsrelation regiert. Das machen wir noch hier, damit dann die linke Tafel immer sichtbar ist. Aber? Also du meinst, wenn man immer weiter rauszoomt und ja. Und die Frage ist, ob da interessante Dinge passieren. Ja, gute Frage. Aus dem Stand will ich es nicht beantworten, weil ich bin immer nur bis zu Level 2, je nachdem wie du zählst, bisher vorgedrungen. Ja. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das sind sogenannte Idempotenz-Lemmata. Und die werden wir auch noch kennenlernen und auch beweisen und auch nutzen. Ich gebe mal kurz eins an. Angenommen, wir haben Topos E. Dann können wir uns fragen, und dann kann ich jetzt hier eine Aussage hinschreiben und damit ist dann gemeint, dass diese Aussage gilt in der internen Sprache vom Topos E. Das wird später eingeführt. Ne? Gut, jetzt kann ich mich hier drin fragen, also ich habe in der internen Welt von E, habe ich ein Abbild von E, ein Spiegelbild von E. Und jetzt kann ich also das so machen. Und dann stellt sich raus, dass das da äquivalent dazu ist, wie wenn ich es nur einmal gemacht hätte. Ja, also wenn ich immer weiter in E reinzoome oder rauszoome, je nachdem, wie du, ob du nach unten oder nach oben schaust, das ändert nichts mehr. Ja? Und da gibt es noch mehr Resultate dieser Art. Aber ich will nicht aus dem Stand, also während ich vorne stehe und nicht nachdenken kann, will ich mir nicht überlegen, was passiert, wenn ich aus klassischer Mathematik in einen Gabentopos schaue, davon dahin schaue.
Sonst gerade Fragen? Dann lasst uns das Theorem anschauen, welches also für das Verständnis auch von diesem Diagramm einfach noch nützlich ist. So, das erste also ein Omnibus-Theorem hat 3 bis 4 Bestandteile. Das erste ist das da. Wenn ich links vor dem Turnstile jetzt nichts schreibe, dann meine ich immer Hating-Arithmetik für die Dauer dieser Vorlesung. Also das da und auch das da. Für alle Formeln Phi von Hating-Arithmetik. Das ist ein Teil von den Äquivalenzen, die dort oben behauptet werden. Ne? Das nächste Theorem, das ist der Hauptbestandteil, das ist, was für all die guten Eigenschaften sorgt. Das ist dieses hier. Ich will das gleich kommentieren, aber nicht jetzt. Dann haben wir noch eine kleine Variante. Nämlich diese da. Und dann haben wir noch sowas wie C. Die da. C sind 3 Theoreme in einem, ja? Ihr könnt entweder immer das obere Symbol einsetzen oder immer das mittlere oder immer das untere. Es sind nicht 3 mal 3 Theoreme in einem. Und diese beiden Diagonalen bei C? Ja. So, geklappt. C wird trivialer aus B dann folgen. Werdet ihr gleich sehen. Und jetzt lasst uns mal kurz B wertschätzen, was B eigentlich aussagt. B sagt aus, wenn Phi beweisbar ist in Hating-Arithmetik, dann stimmt Phi auch in all den Paralleluniversen, die durch diese 3 komischen Symbole kreiert werden. Wenn Phi beweisbar ist, dann ist Phi auch realisierbar. Und auch realisierbar mit diesen komischen Varianten, die wir gleich noch kennenlernen werden. In diesem Sinne fühlt es sich wirklich an wie ein Alternativuniversum, wenn man mit dieser Realisierbarkeitsrelation arbeitet. Denn ich kann intuitionistisch folgern. Wenn ich weiß, dass etwas intuitionistisch beweisbar ist, dann weiß ich auch, dass es stimmt in diesem Alternativuniversum. Ja. Und C drückt das mehr oder weniger nur noch mal auf eine leicht andere Art und Weise aus. Wenn ich, und auch hier kann ich nochmal Klammern setzen, wenn ich möchte. Wenn ich weiß, in einem dieser 3 Alternativuniversen, dass Phi stimmt, wobei diesmal noch freie Variablen vorkommen dürfen in Phi. Wenn ich weiß, dass Phi stimmt für irgendeine Wahl von diesen freien Variablen. Und wenn ich weiß, dass intuitionistisch aus Phi Psi folgt. Dann darf ich folgern, dass in diesem Universum auch Psi stimmt. Ja? C ist ein kleines bisschen allgemeiner als B. Weil das erlaubt halt auch, sich Schlüsse anzuziehen von Konsequenzen aus irgendwelchen Phis, welche ihrerseits nicht intuitionistisch beweisbar sind. Ja? So, was ich jetzt euch einfach geben will, ist mal die Definition von dieser Realisierbarkeitsrelation. Und dann beweisen wir damit die Theoreme und dann schauen wir uns ein bisschen an. Dann machen wir einfach gemeinsam ein paar erste Schritte in diesem Alternativuniversum. Ja? Wir wollen ein paar Eigenschaften kennenlernen,
die denn jetzt hier drin gelten. Wir wissen schon mal, alles, was HA beweist, gilt, aber es gelten noch andere Sachen. Und im Übrigen ist es so, alle Implikationspfeile, die hier nicht eingezeichnet sind in diesem Bild, lassen sich auch nicht zeigen. Ja, also das ist wirklich die komplette Übersicht über die Beziehungen, die es gibt. Gut, dann lasst uns loslegen. Soll ich das hochbringen? Ja. Fragen? Okay, lasst uns einfach das definieren. Ich mache eine Definition gerade noch hier, damit wir dann da Platz haben für eine Tabelle. Also ich definiere, Phi wird realisiert, genau dann, wenn eine natürliche Zahl R existiert, sodass R Phi realisiert. Das da hinten heißt, R realisiert Phi. Wir stellen uns R als ein Computerprogramm vor, welches Phi bezeugt. Die Intuition wird gleich noch präzisiert werden. Und genauso definieren wir, dass in dieser P-Variante das da. Ja, dann ist halt jetzt auch ein P dazu oben hochgekommen und links wird jetzt gleich das definiert. Für das Slash gibt es nicht so eine Definition, links vom Slash, so heißt das Teil hier, obwohl er nicht geneigt ist, steht nichts, steht keine natürliche Zahl. Okay, lasst uns das definieren. Also, wann wollen wir sagen, dass top bezeugt wird? Antwort, wir wollen das immer bezeugen. Also, alles gilt als Nachweis von top, weil top muss nicht besonders, gesondert irgendwie nachgewiesen werden. Also das ist einfach immer der Fall. Ja. Gut. Genauso für diese Variante und auch genauso für diese Variante. Nächster Schritt. Bottom. Bottom ist völlig falsch. Bottom soll von keinem R auf der Welt realisiert werden. Also das stimmt genau dann, wenn Bottom stimmt. Also es stimmt halt nicht. Ja? Genauso bei den anderen Varianten. Jetzt seht ihr auch, warum die Sequenzzeichen hier stimmen. Bisher zumindest. Gut. Dann, nächster Fall, S gleich T. Gut, das soll genau dann der Fall sein, wenn S wirklich gleich T ist und R geht immer noch nicht ein, ja? Und das ist bei den anderen beiden auch wieder so. Ganz rechts nicht. Meinst du hier? Okay. Genau, hier keine R's. Das ist eine Variante, die nochmal ein bisschen einfacher ist als diese Realisierbarkeitsrelationen, die immer über solche R's sprechen. Wenn ihr das erste Mal jetzt seht und es wird gleich noch schwieriger werden als die ersten drei Zeilen, dann kann man davon ein bisschen abgeschreckt sein, aber ich habe ein Zitat vom Erfinder des Blocks für euch dann gleich, was euch hoffentlich dann wieder beruhigt. Sehen wir gleich. So, fangen wir mal mit interessanten Fällen an. Wann wollen wir deklarieren, dass R, also eine gewisse natürliche Zahl, die Konjunktion Phi und Psi bezeugt? Antwort.
dann. Also wir fassen R als Paar auf. Mit K bekommen wir seine erste Komponente zurück, mit L seine zweite. Und die erste Komponente soll dann halt ein Realisierer für Phi sein und die zweite soll ein Realisierer für Pi sein. Ganz analog für die Relation mit dem P oben. Ja? Also das wird jetzt hässlich, ja? Vom Aufschreiben. Kann ich nicht gut verhindern. Ja. Jetzt passt es, glaube ich, wieder. Es fehlt da, glaube ich, noch ein P. Kann sein. Jo. Danke, genau. Halt rekursiv immer weiter, ne? Letzter Fall, der ist wieder ein bisschen einfacher. So. Und jetzt rutschen wir in die Quantenmechanik ab, gell? So, wann wollen wir R als Realisierer für Phi oder Psi bezeichnen? Wann ist R ein Zeuge für Phi oder Psi? Damit R ein Zeuge für Phi oder Psi ist, sollte es uns zumindest mal sagen, welche der beiden Formeln es denn bezeugen möchte. Phi oder Psi. Und dann muss es auch wirklich eine der beiden bezeugen. Also, K von R ist 0 und L von R bezeugt Phi. Oder K von R ist 1 und L von R bezeugt Psi. Ja. Ja. Bei der Variante ist es wieder genauso. Rekursiv durch. Also entweder das da oder das da. So. Und hier ist es wieder ein bisschen einfacher. Nämlich so. Ja, ja, das sollte nur eins sein. Okay, jetzt haben wir noch drei Fälle und das sind die drei interessantesten Fälle: Implikation, Universalquantifikation und Existenzquantifikation. Machen wir erst Existenzquantifikation. Also, was wollen wir als Zeuge von so einer Aussage bewerten? Naja, das sollte irgendwie etwas sein, was uns zum einen sagt, für welches x Phi gilt. Und dann sollte es etwas sein, was uns für dieses x Phi auch wirklich belegt. Das sollte also wieder ein Paar sein, sodass die erste Komponente uns sagt, um welches x es geht. Und sodass uns die zweite Komponente sagt, was denn der Zeuge ist für die entsprechende Instanz von Phi. Also so. Analog wieder hier. Und hier ist es wieder ein bisschen einfacher. Das soll heißen, es existiert ein x0 aus den echten natürlichen Zahlen, sodass das hier gilt. So, und jetzt die interessanten Fälle Universalquantifikation und Implikation. Dabei unterscheiden sich dann auch diese drei Varianten.
Okay, was soll es jetzt heißen, dass R ein Realisierer ist für die All-Aussage? Das soll heißen, R ist ein Programm, R ist die Nummer von einem Programm, R ist ein Index von einer Turing-Maschine. So dass diese Turing-Maschine, immer wenn sie ein x0 bekommt, dann einen Beleg, einen Realisierer für Phi von x0 zurückgibt. Also das soll sein für alle echten natürlichen Zahlen. Soll das da hier existieren, wenn man x, also wenn die r-te Turing-Maschine ausführt auf der Eingabe x, dann soll da was rauskommen. Und zwar nicht irgendwas, sondern es soll ein Realisierer rauskommen für die Aussage, dass Phi stimmt für das x0. Ja. Ich sage es nochmal mündlich, weil ich einen Teil der Formaldefinition nicht an der Tafel wiedergegeben habe. Wenn ich hier mr von x0 schreibe, dann meine ich zweierlei. Ich meine zunächst, dass mr von x0 überhaupt definiert ist, also dass die Turing-Maschine hält, wenn man sie mit der Eingabe x0 startet. Und dann zweitens, dass die Zahl, die rauskommt bei der Ausführung, dass die ein Realisierer ist für das, was da hinten steht. Gut. So, bei dieser Relation ist es ein kleines bisschen anders. Zunächst haben wir schon auch genau dieselbe Klausel wie gerade eben. Für alle natürlichen Zahlen soll es stimmen, dass wenn man x0 auf, wenn man die R-Turing-Maschine aufruft mit der Eingabe x0, dass dann ein Realisierer für die entsprechende Formel rauskommt. Aber noch was soll gelten, nämlich Hating-Arithmetik soll auch beweisen, dass wirklich für alle x Phi gilt. Und hier bei der Slash-Notation ist es ähnlich. Das da soll heißen, erstens mal für alle natürlichen Zahlen rekursiv runter. Aber zweitens, Hating-Arithmetik soll das auch beweisen. Ja, danke. Rekursiv runter. Und jetzt noch die Implikation. Das geht so. Für alle natürlichen Zahlen soll Folgendes gelten. Sollte U zufälligerweise ein Realisierer sein für Phi, dann soll mr von u ein Realisierer sein für Psi. Das ist auch wieder Kurznotation für mr von u soll definiert sein und was da rauskommt, soll ein Realisierer für Psi sein. Hier gibt es wieder leichte Varianten davon. Das da bedeutet zunächst wieder genau dasselbe, aber dann wieder so eine Beweisbarkeitsbedingung noch dazu. So, und außerdem soll Hating-Arithmetik beweisen, dass aus Phi Psi folgt. Und das letzte. Das soll zum einen heißen, das da, und zum anderen soll Hating-Arithmetik diesen Umstand beweisen. So, jetzt sind wir durch mit den Definitionen. Achtet eventuell drauf, das Fenster zu öffnen, wenn es zu stickig ist.
So, machen wir mal ganz kurz ein Beispiel. Ja? Beispiel. Wann ist denn ein R ein Realisierer von folgender Aussage? Für alle n existiert ein p, sodass p größer n ist und sodass p prim ist. P prim müsste man irgendwie ausschreiben, in Hettinger-Arithmetik habe ich gerade keine Lust drauf. So, das ist dann und nur dann der Fall, wenn... Wir müssen jetzt ja nur schauen, wie das eben definiert war, ja? Wenn es stimmt, für alle natürlichen Zahlen n0, dass wenn man die R-te Turing-Maschine aufruft mit dem Argument n0, dass sie dann einen Realisierer produziert für diese Aussage hier. So, und jetzt steht da hinten wieder diese Realisierbarkeitsrelation, die können wir nochmal wegschaffen. Wann ist denn das der Fall? Müssen wir halt eine Zeile drüber in der Tabelle links nachschauen. Das ist dann und nur dann der Fall, wenn für die erste Komponente von diesem Paar gilt, dass die zweite Komponente von dem Paar ein Realisierer ist von der entsprechenden Aussage. Also, die zweite Komponente kriegt man mit L. So, und jetzt, so geklammert vielleicht, jetzt kann man da nochmal die Regeln verwenden. Und da kürze ich jetzt ein bisschen ab, weil ich zum Beispiel sowieso jetzt nicht die Lust hätte, das Wort prim formal aufzuschreiben. Wenn man das fertig sich überlegt, kommt Folgendes raus. Das ist genau dann der Fall, unabhängig davon, was wirklich links von dem Symbol steht, wenn p0 mehr als n0 ist. Und wenn P0 wirklich prim ist. Kurz, R ist ein Realisierer für die Formel da ganz oben, genau dann, wenn Folgendes der Fall ist, genau dann, wenn die R-te Turing-Maschine eine Turing-Maschine ist, die immer die nächste Primzahl findet. Aufgerufen mit einer Zahl N0, produziert sie ein Paar, dessen erste Komponente wir dann P0 nennen und so, dass P0 eben die Eigenschaft hat, größer als N0 zu sein und prim zu sein. Gut, und wenn man jetzt eben glaubt, dass es eine Turing-Maschine gibt, die das kann, dem ist auch tatsächlich so, dann weiß man also, dass diese Aussage hier realisiert wird durch irgendein kompliziertes R. Und dann weiß ich also, dass die Aussage, die da hinten steht, wirklich stimmt in der internen Welt des effektiven Topos. Es ist jetzt wichtig, dass ihr diese Rechnung irgendwie nachvollzogen habt. Deswegen gönnt euch doch ein paar Fragen, bevor wir dann sehen, bevor wir noch ein Beispiel machen und dann hier all die Theoreme runter beweisen. Jedes in einer Minute. Daniel? Wenn man das, also ich kann nur eine Frage zu diesem mit dem machen. Mit dem was? Also mit dem P? P, ja. Ja, bitte, gerne. P heißt sozusagen dann auch mit Beweis. Der Zusatz, dass diese, genau, dass die Beweise immer noch mitgeliefert sind. Genau. Alles, ja. Den ganzen Baum. Mhm. Ja. Es gibt für jedes Berechenbarkeitskonzept, nicht nur Turing-Maschinen, sondern auch Super-Turing-Maschinen, gibt es jeweils diese Realisierbarkeitsrelation
Und jeweils gibt es auch diese Variante mit Proof. Wenn wir Super-Turing-Maschinen verwenden, also die Infinite-Time-Turing-Machines von Joel David Hemkins, wem sonst, und Andy Lewis, dann gelten ein paar andere Eigenschaften in dem entstehenden effektiven Topos, in der entstehenden Variante des effektiven Topos. Werden wir auch alles noch kennenlernen und werden auch sehen, wozu das gut ist. Ja? Mhm. Also extern, ja. Genau, richtig. Ja, ich sage das mal laut. Also du merkst hier gerade an, bei dieser Relation mit Proof, da gehört der Proof, der dann eben angeblich existieren soll, nicht irgendwie zum Realisierer mit dazu, sondern wir werden nur extern versichert, dass es einen Beweis davon gäbe. Zunächst mal, diese Beobachtung ist völlig richtig. Und sie hat für das, was wir vorhaben damit, keine besondere Relevanz. Es stimmt schon, der Beweis ist nicht eingebaut und das R muss aber auch nicht sein. Ihr stellt gleich noch ein paar andere Fragen fertig. Ich will diese Fragerunde hier beenden und dann kann ich da noch tiefer genauer drauf eingehen. Ich werde kurz das Schwichtenberg-Paradoxon kurz erwähnen. Also brauchen wir für die Definition der dritten Zeile irgendeine Interpretation und Belegung von freien Variablen, damit wir das definieren können? Oder sagen wir einfach, jetzt gibt es keine freien Variablen? Exzellente Frage. Die Frage ist, brauchen wir irgendwie Interpretationen für vorkommende freie Variablen? Brauchen wir nicht. War ein bisschen schlampig, ich habe das nicht dazu gesagt. Rechts von diesen Symbolen, rechts von all diesen drei Symbolen, dürfen nur Formeln ohne freie Variablen stehen. Es können natürlich noch Funktionssymbole von Hating-Arithmetik vorkommen. Also S gleich T, das müssen nicht nur zwei Zahlen sein, sondern das können halt noch Funktionssymbole wie die Successor plus oder Mal vorkommen. Das habe ich hier ein bisschen notationell unterdrückt. Was ich dann meinte, ist, dass man die echte Addition, die echte Multiplikation und die echte Successor-Funktion verwendet, um das hier wirklich mal auszurechnen zu echten Zahlen und dann die entstehenden Zahlen vergleicht auf Gleichheit. Ja. Also wenn ich da sauber sein möchte, dann müsste ich hier noch Interpretationsklammern darum schreiben. Ja? Vielleicht sollte man das wirklich machen, also weil sonst ist es ein bisschen komisch. Sonst könnte auch jemand denken, dass ich hier meine, dass die Terme S und T gleich sein sollen. Das meine ich aber nicht. Ich meine, dass die Werte, die rauskommen, wenn man die Terme fertig ausrechnet, dass die gleich sind. Die Interpretation ist aber bezüglich dem Standardmodell der natürlichen Zahlen. Ja, Matthias. Formeln in der Sprache von H. Gut. Und hier in der dritten Spalte? Ja. Da steht manchmal, dass man es beweisbar ist. Ja. Oft nicht. Ja. Und du hast es quasi nur so aus Faulheit weggelassen, weil es da immer irgendwie automatisch, genau. Richtig. Also genau, hier wird gerade gesagt, dass ich es manchmal habe ich dazu geschrieben, dass noch irgendwas beweisbar sein soll, manchmal nicht. Ich hätte es überall dazu schreiben können. Wir sehen ja hier in Theorem A, dass in der Tat, wenn slash phi gilt, dass dann auch phi beweisbar ist. Ich habe es also nur bei den Klauseln dazu geschrieben, wo ich es unbedingt brauchte, damit Theorem A dann durchgeht. Um ein bisschen ökonomischer zu sein. Aber ich hätte es auch überall machen können, um regelmäßiger zu sein. Ich habe hier einen Trade-off eingegangen. Ne? Ich will mal noch ein bisschen mehr auf Xavers Frage eingehen und kurz untersuchen, wann ein R Realisierer von einer negierten Aussage ist. Wann realisiert eine Zahl R nicht phi? Nun, per Definition ist nicht phi dasselbe wie aus phi folgt bottom. Ja? Also können wir eben bei der untersten Zeile nachschauen, wie das zu verstehen ist. Das ist wie folgt zu verstehen. Für alle natürlichen Zahlen U sollte U ein Realisierer sein für phi, dann terminiert die Ausführung von MR von U und liefert dann ein Realisierer für bottom. Insgesamt ist das schlichtweg äquivalent dazu zu sagen, es ist nicht der Fall, dass es einen Realisierer gibt für phi. Oder noch ein bisschen kürzer ausgedrückt. Hier steht jetzt dran, es gibt einen Realisierer für phi. Und jetzt streiche ich das Symbol durch. So wie man Kleinerzeichen auch durchstreicht. Ne?
Wie komme ich drauf? Von oben nach unten zum Beispiel? Naja, ich kann das da hinten noch weiter vereinfachen. Ich kann da nachschauen, wann etwas bottom realisiert. Antwort ist, niemals wird realisiert irgendwas bottom. Das heißt, hier hinten steht einfach bottom. Und dann habe ich also die Aussage, dass für alle U's es nicht der Fall ist, dass U ein Realisierer ist von Phi. Oder anders ausgedrückt, es gibt eben keinen Realisierer für Phi. Dass ich hier für alle und nicht miteinander vertausche, das geht auch konstruktiv. Ja, so rum geht es konstruktiv, mit dem anderen Zeichen ging es nicht. Das heißt, eine negierte Aussage ist genau dann realisierbar, wenn die eigentliche Aussage nicht realisierbar ist. Und in diesem Fall ist jede Zahl überhaupt Realisierer der negierten Aussage. Wir sehen, es besteht hier keinerlei inhaltlicher Bezug zwischen dem Realisierer R und der realisierten Formel nicht Phi. R kann sein, was es möchte und realisiert eventuell trotzdem nicht Phi. Sofern nicht Phi überhaupt realisierbar ist, ist jede Zahl Realisierer für nicht Phi. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, für manche Belange eine extrem schlechte Eigenschaft von der Realisierbarkeitsrelation. Ich will noch kurz weitermachen. Lasst uns noch ein Beispiel sehen. Lasst uns mal schauen, wann eine Zahl R die Doppelnegation nicht Phi realisiert. Das ist genau dann der Fall, wir können da unten schreiben, ne? Wenn es nicht der Fall ist, dass es eine natürliche Zahl U gibt, sodass U nicht Phi realisiert. Und das können wir nochmal umschreiben. Wir wissen jetzt ja, wann Negationen realisiert werden. Das ist genau dann der Fall, wenn es nicht der Fall ist, dass eine natürliche Zahl V existiert, sodass V ein Realisierer für Phi ist. Nun kommt hier hinten U gar nicht vor. Ich kann das also genauso gut weglassen. Denn ich könnte es immer mit U gleich 0 instanziieren. Und habe also das. Und jetzt möchte ich noch nur aus didaktischen Gründen noch einen Vereinfachungsschritt machen, den ich aber nur durchführen darf, wenn ich mir klassische Logik gönne. Dann darf ich die vorderen zwei nichts weglassen. Ne? Und wenn ich möchte, darf ich das nochmal knapper schreiben, einfach als Phi wird realisiert von irgendeinem V. Wir sehen also, zumindest wenn wir uns klassische Logik in der Metalogik kurz gönnen, nur für den Augenblick, wir sehen, genau dann wird eine doppelnegierte Aussage realisiert, wenn die eigentliche Aussage realisiert wird. Aber in diesem Fall ist jede natürliche Zahl Realisierer von dieser doppelt negierten Aussage. Während nur manche Zahlen eventuell realisierbar hier von Realisierer von dem Phi waren. Man sagt auch, negierte Aussagen haben keinen algorithmischen Inhalt, haben keinen computational Content. Wenn wir von irgendeiner Formel, wie zum Beispiel der da oben, ist es interessant zu wissen, was ihre Realisierer sind. Denn die Realisierer von dieser Formel da oben sind alle möglichen Computerprogramme, welche Primzahlen, welche unendlich viele Primzahlen ausgeben können. Welche gegebene natürliche Zahl eine Primzahl ausgeben können, die mehr ist als das. Das ist interessant, da kann man sich auch fragen, welche Algorithmen gibt es da? Gibt es da schnellere, gibt es da langsamere? Aber es ist nicht interessant zu fragen, wie die Realisierer aussehen, die eine negierte Formel nachweisen. Die eine negierte Formel realisieren. Weil wenn es überhaupt so einen Realisierer gibt, dann ist jede natürliche Zahl ein Realisierer davon. Das sagt uns also, gibt uns nicht mehr Informationen. Jetzt nochmal zu Xavers Frage und dann zur Antwort. Eine Motivation, nicht mehr das Entscheidende heutzutage, aber eine Motivation von dem Business war, dass man besser versteht, was denn eigentlich ein konstruktiver Beweis sein soll. Und ein Gedanke, der mal kurz aufkam, aber sofort verworfen wurde, war, naja, ein konstruktiver Beweis sollte vielleicht einfach ein Realisierer sein. Aber das taugt nicht. Denn denkt an Fermats letztes Theorem. Das ist eine Aussage der Form, für alle x, y, z stimmt es nicht das.
Fermats letztes Theorem hat sicherlich einen extrem nicht trivialen Beweis, aber Realisierer für Fermats letztes Theorem sind alle trivial, weil sie dann negierte Aussagen bezeugen müssen. Da kann ich jede Zahl nehmen. Da muss ich kein cleveres, ausgefuchstes Computerprogramm nehmen, sondern das nächstbeste. Es ist mir völlig egal, welches. Jedes Computerprogramm realisiert Fermats letztes Theorem. Ja? Und man kann jetzt wohl nicht sagen, dass in einem trivialen Computerprogramm der ganze Beweis von Fermats letzten Theorem drinsteckt. Es ist also nicht okay zu denken, dass der Wesenskern von einem konstruktierten Beweis einfach in dem induzierten Realisierer drinsteckt. Und Schwichtenbergs Paradoxon betrifft genau diese Sache. Schwichtenberg, das ist Deutschlands oberkonstruktiver Mathematiker, der fragt sich, wenn es Realisierer nicht sind, was ist denn dann der eigentliche Wesenskern von einem konstruktiven Beweis? Antwort ist noch nicht gefunden. Matthias? Also nochmal hier zu deiner Begründung, warum wir jetzt hier von der Aussage erinnern. Ja. Also ich will nur nochmal dieses MR von U. Ja. Ich glaube, du hast das vorhin auf der linken Tafel schon gesagt. Ne? Ja. Eisen R ist die Ausführung von... Ja. Ja. Okay. Also R ist die Nummer einer Turing-Maschine, die auf der Eingabe U hält. Ja. Und das Ergebnis hat noch eine schöne. Richtig, Eingabe. Genau. Und ist, also du meinst wirklich diese beiden Aussagen eng zusammengeklammert, ja? Weil da links könnte man ja auch denken, wenn du da unten schon NR hinschreibst. Ja. Ach so, nee, nee, eng. Ja, ja, okay. Aha, ja, ja, ja. Ja. Das ist in der Tat ein sehr guter Punkt. Das gibt nämlich nochmal eine Variante von Realisierbarkeitstheorie, wo es das genau andersrum dann ist. Ich betone hier nochmal auch für die Kamera, wie das hier zu meinen ist. Es gibt jetzt, ich habe nirgendwo hingeschrieben, aber irgendwo hätte ich hinschreiben müssen, dass MR von U überhaupt definiert ist. Dass also die R-te Turing-Maschine bei Eingabe von U hält. Es gibt zwei sinnvolle Möglichkeiten, wo ich das hinschreiben könnte. Ich könnte das hinschreiben, nachdem die runde Klammer aufgegangen ist. Oder ich könnte das schon hier vorne hinschreiben. Ich könnte also fordern, für jede natürliche Zahl U soll MR von U halten. Und außerdem sollte U ein Realisierer von Phi sein, dann soll die Zahl, die da rauskommt beim Halten, ein Realisierer für Psi sein. Das könnte ich sagen. Mache ich aber nicht. Die Haltebedingung kommt nach der runden Klammer auf hier. Das heißt, auf Eingaben, die gar nicht Realisierer von Phi sind, kann die Turing-Maschine machen, was sie möchte. Sie muss nicht unbedingt halten. So, ich habe jetzt Bock, die Theoreme 1 bis 4 zu beweisen. Ich gebe euch noch das Zitat von John Bayes, extrem berühmter theoretischer Physiker, Kategorientheoretiker, Mathematiker und Erfinder des Blocks. Und der hat vor 3 Tagen auf dem Endkategorien-Café Folgendes geschrieben in Antwort an Michael Harris, einen berühmten Zahlentheoretiker. Er hat geschrieben, hey, das kam von mir oder von Meru. Die Idee einer internen Sprache, einer Kategorie oder einer höheren Kategorie ist nicht ganz so gruselig, wie du sie darstellst. Sie ist einfach die Sprache, die du sprechen würdest, wenn du in einer solchen Kategorie leben würdest. Und diesen Standpunkt sollte man vertreten. Ja? Also am Anfang ist das super doof und die ganze Tafel ist mit Zeichen vollgeschrieben, aber man lernt ganz, ganz schnell, was eben das, also man lernt die Tafel sofort auswendig und dann kann man halt sofort immer mühelos Sachen übersetzen. Schwierig ist es quasi nur bei den beiden Sachen. Dass ein R sowas realisiert, heißt halt nicht nur, dass das stimmt für alle x oder sowas, sondern dass R der Index einer Turing-Maschine ist, dass die R-te Turing-Maschine für jedes x 0 wirklich einen Beleg, einen Realisierer für die entsprechende Phi-Aussage produziert. Und hier bei der Implikation ist R halt eine Maschine, die gegeben einen Realisierer für Phi, einen Realisierer für Psi ausspuckt. Wenn ihr die allererste Vorlesung noch im Kopf habt, dann sollte euch diese Tabelle auch bekannt vorkommen. Da hatten wir nämlich informal schon mal kurz angedeutet, was wir denn meinen, wenn wir konstruktiv, wenn wir intuitionistisch sprechen. Und da haben wir sowas gesagt wie, die konstruktive Bedeutung von für alle x Phi soll sein, dass es ein Verfahren gibt, welches zu jedem x 0 einen Beleg von Phi von Blabla produziert. Das Wort Verfahren damals war aber nicht formalisiert. Und jetzt ist es eben schon formalisiert. Ich meine Turing-Maschine. Und genauso hier unten, damals in der ersten Vorlesung hieß es, der konstruktive Inhalt von einer Implikation
ist der, dass wir irgendwie ein Verfahren haben, was aus Beleg für Phi ein Beleg für Psi macht. Aber wieder war Verfahren nicht formalisiert und jetzt schon. Also in gewissen Grenzen kann Realisierbarkeitstheorie einfach als Formalisierung der Brauer-Hating-Kolmogorov-Interpretation angesehen werden. Das ist eben die Tabelle, die wir in der allerersten Vorlesung hatten. Lasst uns zu den Beweisen von Theorem 1 bis 4 schreiten. Eine einzige Sache will ich euch noch zeigen. Frage an euch, stimmt es oder stimmt es nicht, was ich jetzt hinschreibe? Es gibt einen Realisierer für folgende Behauptung. Stimmt das, was da steht, oder stimmt das nicht? Das kann jeder beantworten, auch wenn ihr nicht seit Jahren mit der besten Programmiersprache der Welt umgeht. Können auch die anwesenden Emacs-Nutzerinnen beantworten. Auch wenn ihr gerade kein Fußpedal da habt. Also die Bedeutung hiervon ist, gibt es ein R, so dass R diese Formel realisiert? Was würde so ein R machen? So ein R hätte die Eigenschaft, dass die R-te Turing-Maschine irgendeine Zahl P einliest und dann 0 oder 1 ausgibt, je nachdem, ob sie prim ist oder nicht prim ist. Also das, was hier an der Tafel steht, stimmt genau dann, wenn es möglich ist, ein Programm zu schreiben, was eine Zahl auf Primalität prüft. Das ist in der Tat möglich, also ist diese Aussage hier wahr. Beobachtet aber, dass sie nicht trivialerweise wahr ist. Peano-Arithmetik beweist das trivialerweise. In der klassischen Metatheorie gilt das trivialerweise. Das gilt sogar dann, wenn ich nicht genau weiß, was prim bedeutet. Weil hier, das ist einfach eine Instanz von Lem. Entweder bla oder nicht bla. Ja? So, Lem gilt nicht in der Realisierbarkeitstheorie. Trotzdem war das hier richtig. Es war richtig aus einem nicht-trivialen Grund, weil es eben für Primalität möglich ist, ein Computerprogramm zu schreiben, was das testet. Okay, lasst uns zu den Beweisen kommen. Die ersten beiden können wir sogar durchführen mit der einfacheren Slash-Notation. Also Beweis von Theorem 1, dem obersten, was da links steht. Gegeben das andere Theorem da unten. Ja? Gut. Also wenn HA beweist, dass Phi oder Psi stimmt. Wenn HA Phi oder Psi beweist, dann gilt das auch bezüglich der Slash-Notation. Das ist B. Alles, was beweisbar ist, gilt auch für Slash. Jetzt können wir uns die Definition anschauen. Die Definition beim Oder sagt, das oder das ist der Fall. Ja? Also das da. Oder das da. Das ist sogar ein Äquivalenzzeichen. Gut, und die A sagt uns, dass daraus wieder die Beweisbarkeit folgt. Hating-Arithmetik beweist das. Oder Hating-Arithmetik beweist das. Und tatsächlich sind alle Pfeile hier auf dieser Tafel Äquivalenzpfeile. Vorne, weil wir auch A haben und hier, weil wir auch B haben. Ja. Also damit ist Theorem 1 bewiesen. Immer wenn Hating-Arithmetik eine Disjunktion beweist, dann beweist Hating-Arithmetik schon eine der beiden Teilformeln. Das ist etwas, was wir intuitiv auch von jedem System, was sich intuitionistisch nennt, erwarten. Denn ein Beweis von Phi oder Psi sollte halt irgendwie sagen, was von beiden jetzt stimmt. Ein Beweis von Phi oder Psi, ein Intuitionsbeweis, sollte sich nicht herausreden können mit angenommen, keines der beiden stimmt, dann bla bla bla, Widerspruch. Ja, ein Beweis muss positive Evidenz liefern. Beweis von Theorem 2. Geht genauso einfach.
Also, wenn HA beweist, dass irgendeine Zahl x existiert, so dass phi stimmt, dann können wir wieder B verwenden und also folgern, dass das in der Slash-Notation auch gilt. Dann können wir nachschauen, was das nochmal bedeutet hat. Das hat bedeutet, es existiert eine natürliche Zahl x0, sodass das da gilt. Und dann können wir nochmal die A verwenden und sehen, es gibt eine natürliche Zahl x0, sodass HA nachweist, dass die substituierte Formel stimmt. Jo, und dann Theorem 3. Theorem 3 ist von den dreien, sage ich jetzt mal, das coolste, ja? Weil es genau uns zeigt, was der Mehrwert ist, wenn wir eine Formel nicht nur wissen, sondern wenn wir einen Beweis von ihr kennen. Wenn wir einen Beweis von ihr kennen, dann können wir nämlich ablesen aus dem Beweis ein f, welches dann die Formel bezeugt. In Teilen kennt ihr das sowieso aus eurem Alltag, ja? Also wenn in der LA1 zum Beispiel gezeigt wird, jedes Gleichungssystem hat eine Lösung oder genauer hat entweder keine Lösung oder der Lösungsraum sieht so und so aus. Dann kann man aus dem Beweis in der Vorlesung, wenn er konstruktiv geführt wurde oder wenn er klassisch geführt wurde, aber trotzdem von dieser Form ist, kann man ein Verfahren ablesen, was das dann eben wirklich macht. Und hier sehen wir ein ganz allgemeines Metatheorem, was eben bezeugt, dass das immer geht, dass man immer aus solchen Beweisen ein Verfahren extrahieren kann. So, wie geht das? Also wenn HA das beweist, dann verwenden wir jetzt B, und zwar in der Variante mit dem Proof. Ich erlaube mir jetzt die Nennung der Sorten unter den Tisch fallen zu lassen. Was sagt B? Was waren da nochmal die Bedeutungen davon? Das heißt, es existiert eine natürliche Zahl R, sodass R dieses Teil realisiert mit Beweis. Und jetzt kann man ja nochmal nachschauen, was das eigentlich bedeutet. Steht ja dran an der oberen linken Tafel. Also das da impliziert, dass MR, die R-te Turing-Maschine, dass die für jedes N habe ich es da genannt, dass das da für jedes M terminiert. Ich schreibe es jetzt einmal aus. Und MR von N ist ein Realisierer für existiert Y, und jetzt, da kommt noch eine freie Variable x vor, die ersetze ich durch n. Und das Ganze wissen wir für alle natürlichen Zahlen, echten natürlichen Zahlen aus n. Und hier mit p. Ich habe keine Glänzzeichen gemacht, weil mit dem p stünde noch dran, dass das auch beweisbar ist. Und das ist richtig, aber das will ich nicht abschreiben, weil ich es hier rechts nicht brauche. Okay, und das da nochmal umgesetzt, das führt doch dazu, dass die erste Komponente von diesem Paar ein realisierbar, also ein y ist, sodass die zweite Komponente von dem Paar dann ein Realisierer für die Aussage ist, wobei man für y eben dann die erste Komponente eingesetzt hat. Und wenn ich mir dann gleich nochmal a gönne, hier dieses, dann bekommen wir Folgendes raus. HA zeigt, dass Phi von folgendem gilt.
So. Immer noch für alle natürlichen Zahlen. Das steht auch so abgeschaltet. Wir sind also fertig, wenn wir als die unbekannte Funktion f, die wir suchen sollen, einfach das Ein-Ausgabeverhalten von der Erden-Turing-Maschine nehmen. Das ist eine Funktion, die immer auch wirklich einen Funktionswert liefert. Sie ist immer definiert für jedes n. Und ich habe hier noch einen k vergessen für die erste Komponente. Und die erste Komponente produziert auch immer genau diese gesuchten ys. Also fertig mit folgender Setzung. F schickt irgendein n auf die erste Komponente von D. Und so haben wir halt jetzt in zwei Zeilen ein Resultat bewiesen, was ca. 1945, als es aufkam, extrem unklar war. Ja? Und Kline, der das bewiesen hat, der hat halt lang kämpfen müssen, weil er musste sich das da überlegen. Und es war gar nicht klar, dass das Erfolg haben würde, die so ein Vorhaben. Gut, und dann noch Theorem 4. Ich will ganz explizit eine Aussage hinschreiben, von der ich ganz sicher bin, dass PA sie bezeugt, aber HA nicht. Ich entscheide mich für folgende Aussage. PA beweist doch sicherlich Folgendes. Für jede natürliche Zahl n stimmt es, dass die Ente-Turing-Maschine hält oder nicht hält. Die Ente-Turing-Maschine hält bei der leeren Eingabe oder hält nicht. Ich kann das auch wirklich in Arithmetik umschreiben. Will ich nur jetzt nicht machen. So. Aber HA zeigt das nicht. Woher weiß ich so sehr, dass HA das nicht zeigt? Wenn HA das zeigen würde, dann würde das auch realisiert werden. Aber es wird nicht realisiert. Lasst euch das kurz durch den Kopf gehen, was es bedeuten würde, dass diese Formel hier realisiert wird. Das würde heißen, es gäbe eine Turing-Maschine, R. R wäre der Index der Turing-Maschine, ist mir aber egal. Es gibt eine Turing-Maschine, die liest dann eine Zahl n vom Band ein und gibt dann wahrheitsgemäß aus, ob die Turing-Maschine halten wird oder nicht halten wird. Im Fall, dass sie halten wird, würde sie sogar noch den Zeitpunkt angeben, wann sie hält. Weil die Ente-Turing-Maschine hält, ist definiert als, es gibt ein t, sodass die Turing-Maschine zum Zeitpunkt t gehalten hat. So, wir wissen aber, ein Halteorakel zu bauen ist nicht möglich. Es gibt eben keine Turing-Maschine, die von einer Turing-Maschine erkennt, ob sie halten wird oder nicht. Daher ist diese Formel nicht realisierbar. Halteorakel gibt es nicht. Damit sind wir durch mit diesem Theorem. Ne? Dann können wir noch das Master-Theorem da beweisen, zumindest anfangen. Ich habe noch eine kurze Frage zu den letzten. Gerne. Ja, es gibt zwei Varianten vom Halteproblem. Das eine fragt sich, kann ich von der Turing-Maschine rausfinden, ob sie halten wird oder nicht, wenn ich sie mit einem leeren Band starte? Und die andere Variante ist, kann ich von der Turing-Maschine rausfinden, ob sie hält oder nicht, wenn ich sie auf folgendem Band starte? Und dann muss ich das Band eben noch spezifizieren. Und hier habe ich gemeint, auf dem leeren Band. Die beiden Probleme sind aber zueinander äquivalent. Wenn man ein Orakel für das eine hätte, hätte man auch ein Orakel für das andere und umgekehrt. Ist nicht völlig trivial, das zu sehen. Eine Richtung schon, die andere nicht. Wenn ich sie mit folgendem Band starte, das jetzt wahrscheinlich meint, dass das Band nur an endlich vielen Stellen. Ja, nur an endlich vielen Stellen, ja. Ja, genau. Eine normale Turing-Maschine kann ja sowieso immer nur endlich viele Stellen von einem Band abgrasen. Es sei denn, sie hält nicht. Okay, genau. Es wird immer super spannend, wenn wir Super-Turing-Maschinen betrachten, weil die können auch in aus ihrer Sicht endlicher Zeit, oder die können halt während ihrer Lebenszeit auch das ganze Band mal bearbeitet haben und auch wirklich analysiert haben und dann später halten, zum Zeitpunkt Omega mal 3 zum Beispiel. Ja. Woher wissen wir die erste Aussage, dass PA das überhaupt?
Weil das eine Instanz von Lem ist. Exzellente Frage, dass dir das nicht mehr klar war. Das zeigt, du hast schon viel gelernt. Ja. Darf ich die Theorie hier wegwischen, jetzt wo wir sie bewiesen haben? Okay. Ja, klar. Also, ich meine, das Beweis von Theorem 3, du hast da das mit dem I oben genommen. Ja. Wird realisiert mit Beweis, keine Ahnung. Okay. Und das I oben haben wir nur gebraucht, um den Zusatz zu zeigen, dass die Funktion sogar. Nein, das haben wir gebraucht. Also, die Frage ist, wozu brauchen wir das mit dem oben P hier? Das haben wir gebraucht, um diesen Schritt wieder durchführen zu können. Denn für die normale Realisierbarkeitsrelation stimmt es keinesfalls, dass nur weil eine Formel realisiert wird, dass sie auch beweisbar ist in HA. Das heißt, wir hätten bis hierhin durchkommen können ohne das P, wüssten dann, oh schön, es gibt einen Realisierer für Phi von N, MR, K von MR von N. Aber das hätte uns nicht gesagt, dass diese Formel wirklich stimmt. Das hätte uns gar nichts gesagt. Das hätte uns nur gesagt, dass sie realisiert wird. Aber das ist halt schwächer, als dass es einen... Aber das ist anders, als dass es einen Beweis von in HA gibt. Aber hat Theorem 3 ohne den Zusatz überhaupt auf der Zeit von der großen Funktion über HA gesagt? Da stand doch nur... Doch, da hatte ich, stand dran, dass es so eine Funktion gibt, sodass, wenn man eine flüchtige Zahl einsetzt, dass dann HA beweist, dass Phi von N, F von N wirklich stimmt. Okay. Ja. Ich hatte allerdings bei Theorem 3 immer noch in runden Klammern noch was. Und das habe ich hier jetzt nicht bewiesen. Das müsste man mit Theorem B Schlange machen. Das wird eine Übungsaufgabe. Aber keine schlimme Übungsaufgabe, einfach den Beweis nochmal abschreiben. Das kriegt ihr alle hin. Ich will andeuten, ja, lasst uns Theorem A noch schnell beweisen und andeuten, wie man den Rest des Theorems machen kann. Also Beweis vom Theorem, welches keine Nummer hatte, davon A. Gut, das ist klar, aber trotzdem werden wir noch 2 Minuten darüber diskutieren. Klar mit Induktion über den Aufbau von Phi. Ich schaue mir jetzt einfach mal die rechte Spalte an, das heißt, ich will das hierfür machen. Ja? Es ist exakt gleich schwer, ob ich es auch für das andere mache. Gehen wir die Fälle durch. Sind ja hier wunderbar schon aufgelistet. Je ein Fall für jede Möglichkeit, wie Phi aufgebaut sein könnte. Also, in dem obersten Fall müssen wir zeigen, dass aus Slash Top auch die Beweisbarkeit von Top folgt. Das ist richtig, denn die Beweisbarkeit von Top ist ein Axiom vom Gänzenskalkül natürlichen Schließens. Ja? Also nochmal in Worten. Das da hier ist okay. Und das nächste ist auch okay. Bottom ist zwar nicht beweisbar in HA, weil HA konsistent ist. Unsere Metatheorie ist jetzt stark genug, um das trivial einzusehen. Es hat Modelle, die natürlich in Zahlen. Aber was bedeutet denn das da vorne? Können wir nochmal nachschauen. Das da vorne bedeutet einfach Bottom. Das heißt, wir sollen hier zeigen, dass aus Bottom bla 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 folgt. Das gelingt uns, ne, mit dem Explosionsprinzip. Interessant ist jetzt der Fall. Da wissen wir, dass S gleich T ist. S gleich T sind Terme, wo aber sonst nur noch konkrete Zahlen vorkamen, Numerale, S von S von S von, und die sind eben gleich. Gut, diesen Umstand kann dann HA auch beweisen. Das ist eine der wenigen Sachen, die sogar IQ beweisen könnte. Wie geht's hier? Naja, gelte das hier links. Dann wissen wir also das und das. Nach Induktionsvoraussetzungen wissen wir dann also, dass ein Beweis von Phi existiert oder ein Beweis von Psi. Und damit können wir insgesamt auch beweisen, dass Phi und Psi gilt. Also wir können einen Beweis von Phi und Psi führen, einfach indem wir die Beweisbäume von Phi und Psi kombinieren und dann nochmal so einen Schritt vornehmen. Wie ist es hier? Gelte das? Dann wissen wir also, dass da hinten. Dann wissen wir also auch, dass eines der beiden eingetreten ist. Sagen wir das vordere. Nach Induktionsvoraussetzung ist dann also Phi auch beweisbar. Naja, und wenn Phi beweisbar ist, dann ist auch Phi oder Psi beweisbar.
indem ich noch einen trivialen Beweisschritt hinten ranhänge. Wie jetzt hier, gelte das da, dann weiß ich also, dass es ein x0 gibt, sodass das da stimmt.